Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Strong World. Ich kann es eigentlich schon gut. Und dabei sind nur noch der Chris und der Andi. Hallo. Sind wir gleich noch auf? Ja, ich weiß. Aber ich meinte zu eben, da war Leo noch da und jetzt ist er nicht mehr. Also nur noch. Muss nicht verstehen, Andi, musst du nicht verstehen. Das ist meine Logik, ja, meine Logik, beste Logik. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich hier mit einer Spitzhacke einen Zaun abbaue. Ich denke mir einfach gerade so, scheiß drauf. Okay. Es ist Symmetro. Ja, perfekt, symmetrisch, geil. Hier mal hui. Okay, da habe ich den einen. Der war im Trichter. Glaube ich, war der im Trichter? Ich weiß es nicht mehr. Kann doch sein, dass er einfach da rumlag. Wir müssen uns dann gleich mal schlafen legen. Ich habe jetzt alle drei Betten abgebaut. Weil ich so ein harter Bad Boy bin. Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do? What you gonna do to come for you? Wow. Was? Das ist einfach wow. Bitte schön, dein Bett. Was? Warum hab ich ein Bett? Na, ja, dein Bett. Warte, was ist von hier? Wo denn? Wo denn? Wie sie sehen, sehen sie nichts. In dein Haus, Chris. Oh, der Spruch ist geil, oder? Wie sie sehen, sehen sie nichts. So. Oh, ein wunderschönes. Genau über den Slogan. Leg dich hin, Chris. Komm. Andi, ich hoffe, du liegst auch. Leg dich hin. Jesus Chris gelöftet. Okay. Oh, wegen Spam wurde ich disconnected. Haha. Du spammst, wenn du, wann du willst, ne? Alter, das lag gerade bei mir richtig. Haben wir noch Eukalyptus, Baumzeug? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo wir die her haben. Boah, ob's die hier gibt. Das ist na, gut. Andi! Na, du kleiner Anna. Mann! Oh ja! Anna. Nimm mir doch raus! So, ja! Was? Alter, Chris, du musst es wieder übertreiben, ne? Ich ja, Außenseiter. Ja. Bin ich halt der Außenseiter. Haha, Außenseiter. So, da kommt hier die Schmiede. Kann ich nicht leben. Ich würde mir gerne mal eine Axt bauen. Oh ja, blaue Stöcke, Alter. Oh. Hallo? Ja. Was? Was? Hey, mein TS hat gerade hart geleckt. Okay, es lag wahrscheinlich. Nicht. Also an mir lag es nicht, nee. Diesmal nicht. Nee. Kann nicht sein, Chris. Das kann nicht sein. Habe ich auch nie gesagt. Doch. Wann denn? Vor 3 Sekunden. Warte mal. Echt darauf ein runterholt, ey. Nee, ich bin gerade ein bisschen behindert. Ey, Chris, du denkst aber auch gleich wieder an ganz schlimme Sachen, ne? Und Andi, dass du da mitmachst, das enttäuscht mich ein bisschen. Das hätte ahnen können. Ja. Ich kenne ja Andi jetzt auch schon ein paar Tage. So lang erst? Ja, ja. Also dich kenne ich ja erst ein paar Stunden, ne, Chris? Wir haben uns ja vor ein paar Stunden erst im TS kennengelernt. Ich weiß immer noch nicht, woher du die IP hast. Okay. Einfach so bekommen, ne? Ja, ein paar bei YouPorn auf der ersten Seite. Bei YouPorn auf der ersten Seite? Ja. Boah, also hat's geklappt, geil. Ja, hat's geklappt. Oh, das ist schön. Ich dachte schon, das geht nicht. Da kommt man jetzt irgendwie schwer raus. Ich finde. Alter! Oh mein Gott, ein Moped. Nein, ein Auto, ein Rennauto. Alter, immer dieses Runterfallen. Das war jetzt ein Griffgeräusch, ja.
Arme Dominik. Ja, ja, tut mir leid. Okay. So. Dieses Haus zu bauen bringt mich noch um. Ja, mich bringt es gerade hier um, die Schmiede zu bauen, weil das so lange braucht, um die Kacke hier abzubauen. Okay. Ja, die Fresse, Junge. Ja, was regst du dich auf beim Hausbauen? Hausbauen ist ja voll einfach. Ja, dann bauen wir mein Haus. Nee, ich weiß ja nicht, wie du es haben willst. Bau da einfach das Haus, wo ich jetzt gerade baue, nach. Nee. Leute, ja, ich brauche Eukalyptusbäume. Andi, weißt du noch, wo wir früher immer Minecraft gespielt haben? Mein Haus da, einfach so ein kranker Block. Ja, Alter. Aber sah immer hübscher aus als deine. Einfach das Stasi-Zentrum 2.0. Ja. Aber komm mal. So, 10 Blöcke ist Cobblestone. 10 breit, 10 hoch. Dann eine kleine Reihe Holz. Naja. Und Glasfenster. Ich glaube, die ich habe noch ein paar Screenshots davon. Oh, ja, aber ich habe die Welt übrigens noch. Aber. Ja? Geil. Ja. Müssen wir mal wieder spielen. Ich fand es so geil da immer. Ich habe ja, wo wir, da mussten wir einmal neu anfangen, genau dasselbe Haus nochmal gebaut. Ja. Einfach nochmal so ein geiler Bunker. Oh, ich fand es so toll. Weil weißt du, da haben wir auch solche Wirtschafts-Add-ons und so alles drauf gehabt, ne? Ja genau, dass wir irgendwie beim Fischen, also ich war ja Fischer und Holzfäller, ja. Und dann habe ich irgendwie immer Geld bekommen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Musst du nicht. Aber das war geil, bloß. Ja. Zweitens ist es halt ein bisschen anstrengend, eine Volkswirtschaft mit dran. Ja, Chris, du musst dir nicht vorstellen, man konnte da irgendwie sich was kaufen, aber du musstest halt dann einen Beruf haben. Und da haben wir halt uns Berufe ausgesucht. Und dann haben wir immer, ich habe einen Fisch bekommen, war Angeln, ne? Und dann habe ich dafür Geld bekommen. Und Andi oder Holz gefällt, für gefällte Holz Geld bekommen. Was warst du eigentlich für einen Beruf, Andi? Schmied und Holzfäller, glaube ich. Stimmt, das kann sein. Aber ich war doch auch Holzfäller, oder nicht? Ja, und Bauer waren wir beide und deswegen haben wir auch immer voneinander dann gekauft. Genau. Wie liegt das denn? Ach, das war schon geil. Ja. Erstmal gucken. Voll unnötig, aber es war richtig lustig. Wenn ich da einen hab. Und dann ist umgezogen. Ja. So. Na! Questlex. Genau, so könnte man es machen. Dann würde hier der Ausguss sein und dann könnte man da noch super rausgehen. So. Okay. Ich habe endlich mal den perfekten Ort für die Schmiede gefunden. Krieg ich dafür einen Applaus? Klatsch, 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 klatsch. Ah, danke, danke, danke. Oh, danke schön. So, erstmal im ME-System gucken, wo sind denn die Kacke? Warte mal, das kann da außerdem weg. Da sind noch ein paar Bricks. Warte mal, könnte ich auch gleich rausholen. Den brauche ich. Die brauche ich. Den brauche ich. Den. Nee. Da. Da fehlt aber eine Sache noch, genau, der Tank. Yep, okay. Tank. Nee, Controller. Bauen wir beides hier hin. Einmal da. Ah, oh, geil, der ist wieder voll. Ja. Was? Und die Schmelze ist aktiviert, ihr Schwäne. Okay, das war falsch. Okay, wo baue ich denn die Dinger hin? Einmal. Wir bauen es am besten hier hinter. Hier muss keiner lang. Einmal da und dann würde ich sagen, einmal da. Und in der Mitte Platz. Ne. So. Schön, dass mal die Schmelze vergrößern. So. Man kann sich ja auch, ich weiß gerade nicht, ich glaube aus Kies oder so einen braunen Stein machen und dann halt daraus eine Straße bauen, dann wird man da schneller drauf. Das könnten wir dann auch mal machen. Ja. Dann könnten wir zum Beispiel alle Häuser miteinander verbinden. Warte mal, bitte nochmal. Ich konnte gerade nur einen zuhören und das war trotzdem sehr schwer. Also Andi, erzähl du jetzt nochmal.
Okay. Also ich glaube, es war doch mal, die wollten doch zwei Städte haben, ne? Na, eine Stadt, die Stadt Rot, ist ja zurzeit sehr hart inaktiv. Deswegen? Ja. Kommen die noch, oder? Ich weiß es nicht. Chris, kommen die noch? Weiß ich doch nicht. Also das wissen wir nicht. Die sagen immer, ja, wir kommen oder so, ne? Aber ob sie es tun, das weiß keiner. Ja, seit der ersten Folge habt ihr nie wieder gesehen. Doch, doch, die waren, also einer war ab und zu noch drauf, da warst du halt nicht da gerade. Ach so. Ja, aber die waren schon ab und zu noch mal da. Genau, ja. So. Also bei meinem Haus ist es etwas schwer, das mit einem Weg zu verbinden. Ach, mach mal durch den Wald durch, ach, durch den Berg durch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein, für uns gibt's noch einen. Ich müsste trotzdem Weg da. Also, ist hier nicht so eine Seile, gibt zum Hoch? Was willst denn du für Seile? Du hast ein Jetpack. Aber das ist immer so schwer, in den Eingang zu kommen. So. Okay. Also ich bin sehr froh, dass wir endlich ein ME-System haben. Das ist doch gleich alles viel einfacher. Können denn ja auch mal, wenn wir morgen oder so nochmal spielen, ne, können wir ja auch wieder in den Twilight Forest gehen. Was haltet ihr denn davon? Wollen wir da? Da gibt's ganz viele Bosse. Ja. Ja, da gibt's zum Beispiel eine Hydra. Ich hab diesen, Stab des Lebenssaugers. Okay. Hört sich sehr interessant an. Ich weiß nicht, wie man den auch laden kann daher. Vielleicht musst du da für Leute das Leben aussaugen, dann ladet der sich vielleicht auf. Nee, er lädt sich ab, das macht ja schon die ganze Zeit bei Lea. Ach so. Keine Ahnung. So und so. Genau, da fehlt ein dreckiger Stock. Okay, komm. Nein! Hallo! Leute der Nacht. Okay. So. Na, jetzt habe ich da ein. Wie hoch sollen das eigentlich noch? Ah, ich sag eine Etage noch, oder? Dann halt so ein Spitzdach. Können wir machen, genau. Gibt's hier nicht auch eigentlich? Warte mal, ich muss gerne mal was gucken. Nee, hier gibt's nicht. Doch, da! Kann ich denn hier eigentlich den Zaubertisch aufstellen und so, oder? Kannst du machen, am besten in irgendeiner Ecke. Brauche ich jetzt erstmal den. Okay, Diamonds. Aha, ein Eisen, geil, das brauche ich mal als nächstes. Dann sichere ich unser Haus erstmal damit. Dann mache ich vielleicht doch kein Spitzdach. Aber ich habe da schon Treppen. Was sagt ihr, soll ich ein spitzes Dach machen oder ein Flachdach? Spitz? Okay. Mhm. Okay. Auf deine Farbe. Spitzkopf ist immer gut. Du nennst mich Spitzkopf. Bist Spitzkopf. Nee, ich bin nicht Spitzkopf. Ich bin der dreckige Dan. Ich bin der dreckige Dan. Nein, ich bin der dreckige Dan. Ich bin der dreckige Dan. Ich bin der dreckige Dan. Hör mich an, ich höre mich schon so dreckig an. Ja, jetzt hast du dich geoutet. Ja. Ich war aber eben gerade duschen, ja, also leck mich. Leck also mich. Kannst du ruhig unter meinen Achseln riechen. Riechen nach Flieder. Nein, ich habe kein Flieder, nicht riechen. User joined your channel. Hallo. Hallo. Da ist der Leon wieder. Oh mein.
genau. Musste ja passieren. Immer so und dann so. Okay. Oh, Alter, Alter, wie schwul ist denn das jetzt? Ha, gay. Alter. Schleck mal an der Zykli, du Sau. Seite ist schon ein bisschen größer. Und Chris, kommst du klar mit deinen Zaubertischecke? Oder muss ich dir da helfen? Oh, Chris redet nicht mit mir. Nee, muss mir nicht helfen. Okay. So. Lass dich touch, Junge. Oh mein Gott, die beste Verzauberung. Ja, eigentlich ist Glück geiler. Ja. Und Unbreaking ist genau. Auf was denn eigentlich? Eine Pickaxe. So. Welche, deine Manylium? Ach, nee, die kann man nicht verzaubern. Ja, ich wollte. Deswegen, was verzauberst du denn gerade für eine Pickaxe? Deine Pickaxe. Warum? Darum, weil ich so viele Level habe und endlich mal loswerden wollte. Bleib doch mal ganz geschmeidig. So. Silk Touch ist so kacke. Nein, ich die Glöcke. Ich darf aber das Dach nicht ein weiter nach draußen begeben, sonst verdecke ich die Sicht für die tollen Solarpanels. Okay. So. So. Chris, kennst du eigentlich noch die Anzeige, die wir bei Tacket haben, wie voll die MFE eigentlich war? Ja. Das könnte ich hier auch machen, das gibt's hier auch. Bau mal. Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr wie, da muss ich mir nochmal ein Video dazu angucken. Dann bau mal. Mach ich. Keine Angst, baue ich dir. Und dann müssen wir auch, sagte man, Reaktor bauen, am besten radioaktiven. Ja, können wir bauen mal den Nuke. Das könnten wir auch machen. Man, Nuke, warte mal. Nuke. Relativ einfach, glaube ich, wenn man es nicht gesehen hat. Also mit Uranium-Blocks. Dafür brauchen wir refinetiertes Uranium. Okay. Brauchen wir ein Achievement-Block. Okay. Die Dinger. Denn Uranium-Cell. Die kann man nicht mal herstellen. What? Okay. Na, komm, oh ja, Schluch. Ja. No. So, ich werde dann fertig für heute. Ja. Alter. Okay, komm. Aber das Haus nimmt, sagt er, echt Gestalt an. Guckt euch dieses hübsche Haus an. Und Chris sagt jetzt nicht, es ist hässlich. Es ist nicht sehr hübsch, es ist nur blau. Einbildung ist auch eine Bildung? Nee, es ist ja keine Einbildung, es ist eine richtige Bildung. Achso. Ja. Das ist ja aber keine Bildung mehr. Doch. So. Das Decken. Alter. Und. Die vier bringen mir nichts. 48. Immer weit. Die Schmelze können wir sogar noch größer bauen. Das ist ja auch geil. Wieso baue ich eigentlich jetzt hier so hoch? Da. Nein! Oh. Ganz sanft aufgesetzt. Chris, du musst dir den Fallschirm auch mal für den Dings holen. Dann wäre ich noch schwerer. Hier. Nee, der bringt dir nicht. Also ich glaube, der bringt dir kein Gewicht. Du kannst mich mal TP'n. Hi. So. Okay.
Na? Oh. Autsch. So. Hast du dein Bett wieder abgebaut oder wie? Chris. Ja. Achso. Weil eigentlich haben wir ja schon in den Betten gepennt. Oh, es ist langweilig, ein Dach zu bauen. Dächer bauen sind echt sehr langweilig. So. Geil, und weiter. Das Dach wird immer weiter gebaut. Hey. Kannst du mir ruhig helfen, Chris? Draußen wird nicht lange, Minecraft zu starten. Wir hören eh gleich auf, ne? Ja, dann bin ich dann auch drin, um zu sehen, dass das Haus hässlich ist. Ja. Bin ich mit Andi, der redet schon wieder nicht. Wir haben das Mikro aus. Ah. Hi, Andi. Bist wieder da? Hast geschlafen? Nee, hab ein Powernapping gemacht. Nee, er ist wieder Nebensache. Achso. Du hast hier den Titel angeguckt. Ja. Nee. Andi, aber nicht so ernst nehmen, ne? Nein. Das habe ich halt im Video gesehen. Ich wusste halt nicht, wie ich die Folge benennen sollte, und dann habe ich den letzten Satz gehört. Ein Andi ist Nebensache. Ein, oh, toller Titel. Jetzt weint er wegen mir. Ja, ich weiß, das macht er immer. Ja. Immer wenn ich mit Andi spiele, dann heult er. Ja, jedes Mal, wenn er gewinnt, ist, weint er leise vor sich hin. Tja, Andi, wir kennen deine Geheimnisse. Oh, ja, danke. Aber jetzt ist es kein Geheimnis mehr, Andi. Ich hab grad gemerkt, dass mein Kaffee die ganze Zeit offen ist. Da. Na. Aha. Da. Da. Was ist das denn? Okay. Das sieht ja noch schlimmer aus als Andis Wohnhaus. Wieso? Das sieht doch voll geil aus, richtiger harter Bunker. Nee. Das sieht besser aus als Andis Wohnhaus, so. Andi hat gesagt, ich soll ein Spitzdach machen, also. Es tut mir ja leid, aber Andi hat gesagt. Ja, ja, Andi ist mir nur an allem schuld, ist nicht klar, aber. Ja, du musst es machen, dass die Treppen-Ding von der Seite noch ein bisschen überstehen. Nee, das kann ich nicht machen, weil sonst verdecken das die Solarpanel. Links und rechts von von der Längsseite. Also die. Ja, aber das, guck mal, wenn hier noch eine rüber ist, dann verdeckt es die Solarpanel. Die müsste ich erstmal anders hinsetzen. Ja, nee, ich meine ja nicht auf den langen Seiten, ich meine auf den kurzen Seiten hier. Achso, da meinst du. Könnte man machen, ja. Alter, was ist denn hier für blaues Feld? Sieht das aus. Nötig. So. Alle Leute haben ein Jetpack, ne? Ja. Ja. Außer du. Hey. So. Sei mal wie geil, ne? Oh, das geht ja auch. Oh, das baut sich noch langsamer. Ha! Kommst hier nicht raus. Ist für immer gefangen. Du hast jetzt nicht keinen Eingang hier eingebaut. Na doch. Natürlich. Hier ist ein Eingang. Hast du auch keine Idee? Ja, ich denk doch mit. Aha, du denkst also mit. Ja, manchmal. Aha. Ja. Bin ganz der schlauer. Sohn einer Beep. Was ist das denn, oder? Du hast meine Mutti gerade Beep genannt, Alter. Alter. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Oh, jetzt gibt's Prügel. Okay, aber. Oh. Wie lange geht ihr auch noch? Oh. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.